Hi Leute, wie geht's euch? Ich bin wieder vom Summer Breeze gut angekommen und hier ein weiteres Video für euch. Und zwar habe ich im VIP-Bereich Jen Majura getroffen und ob sie das ein oder andere Geheimnis verrät, was bei ihr so ansteht, seht ihr jetzt. Hallo, ich habe die Jen getroffen. Unglaublich, aber wahr. Erzähl was von dir, was machst du jetzt? Jetzt sitze ich gerade hier, trinke ein Getränk und unterhalte mich mit dir. Wir sind auf dem wunderschönen Summer Breeze, uns geht's fabulös und es scheint die Sonne aus dem Arsch. Auf jeden Fall. Und was steht bei dir dazu? Demnächst wieder nach Amerika rüber, über den Teich hüpfen, Evanescence. Bis dahin, ich spiele noch auf einem Gitarrenfestival beim Rockland in Witten. Okay. Und hab noch jede Menge andere Sachen, von denen ich aber noch nichts verraten darf. Wie immer. Da kann man nichts rauskitzeln. Du kannst aus mir rauskitzeln, dass demnächst ein tolles Northgard-Video erscheinen wird. Nein! Ja! Erzähl mir mehr davon! Ich spiele eine Leiche! Was für eine Leiche? Eine Tote! Eine ganz Tote? Ich bin ganz tot, ich werde entführt, es ist so geil. Und am Schluss bin ich tot. Ich bin sehr gespannt. Voll gut, ich wollte mein Leben lang immer eine Leiche spielen, jetzt endlich. Okay. Endlich ist es passiert. Und bei Even hast du es gut eingelebt? Es ist sehr schön, es ist sehr freundschaftlich, es ist cool, ich komme mit allen super aus. Amy ist grandios, alles mega professionell, also ich kann mich nicht beklagen, es geht mir gut. Steht denn da was Neues an? Achso, okay. Guck mal da, ey, ein Vogel! Ah, okay, das zählt unter die Rubrik, was Zukunft, was du nicht verraten. Richtig, ja, wunderbar. Ja, okay, dann können wir das mal abschließen und da, ja. Was machst du denn sonst so eigentlich auf deinem Channel? Ich hab doch gar keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt hier? Viel Schwachsinn labern. Oh Gott. Ich laber viel Schwachsinn und hab Spaß dabei. Mach eigentlich quer durch die Bank alles, was mir gefällt und was, worauf ich Bock habe. Vielen Dank. Und ja genau, ja, aber das sehen wir ja dann da. Jetzt lass mich doch promoten, verdammte ja, Scheiße. Ja, promote ein bisschen mehr. Gott. Meine Güte, ey. Ansonsten, ich bin Gamer, YouTuber, Hobbymod. Gamer? Bist du denn auch Skyrim-Fan? Ich hab's gespielt, aber Skyrim hat mich nicht so... Ey, sag jetzt nichts Falsches, ich sag's dir. Ey, ich hab's gespielt. Gut. Aber es hat mich nicht so gemocht. Ey, sag jetzt nichts Falsches. Ich bin mehr der Witcher-Typ. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung von Computerspielen und ich habe absolut das höchste der Gefühle, was ich noch hinkriege, ist ein Pokémon irgendwie einfangen. Das ist schon zu viel eigentlich von mir. Ja, 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 genau so geht's. Oh nein, es ist rausgesprungen. Ja, genau. Ach scheiße, Handy. Ja, genau. Ja, genau, da sind wir doch beim Hauptthema. Meinst du nicht, das übertreiben die Leute ein bisschen? Ja, völlig. Ich habe bei den Kiss & Dynamite Jungs ein Statement zu Hashtag Your Life gemacht. Saugeiler Song, saugeiles Thema. Macht eure scheiß Handys einfach mal aus. Redet mal wieder miteinander. Schaut mehr YouTube. Schaut mehr YouTube, aber schaut zusammen. Macht euch Popcorn dabei und Vögel trinkt das rein. Nein, Mann. Aber... Ich hab grad ganz komische Bilder im Kopf. Aber verbringt mal wieder ein bisschen mehr Zeit mit euren Mitmenschen und hört auf diese blöden Smartphones ständig. Wie wären das? Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier die ganze Zeit so sitzen. Das ist immer ein Kamera. Ein Euro-Shop. Nein. Ja, wie findest du das Sommerbreeze? Super. Ich bleib morgen auch noch. Ich habe nichts zum Arbeiten, ich bin einfach nur privat hier. Summerbreeze ist ein Festival, wo ich eigentlich seit Jahren und wirklich seit Jahren immer im Wechsel gespielt habe. Also mit Knaukato habe ich hier... Weiß, letztes Jahr war der Hammer. Letztes Jahr war Equilibrium. Das Jahr davor, oder? Letztes Jahr war Knaukato. Oh, Entschuldigung. Das Jahr ja, Mensch. Ach aber so, ist ja nicht stimmt. So schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Aber es ist auf jeden Fall ein Festival, wo ich seit Jahren immer wieder spiele und heute zum ersten Mal einfach so da bin. Schön. Ja, glaube ich. Völlig, man trifft nette Menschen. Lässt sich von denen voll labern und muss dann noch irgendwelche Kacke dann die Kamera labern. Nein, alles gut, ich freue mich. Es ist schön, unter Gleichgesinnten zu sein. Ja, okay. Evanescence ist geil, aber es fehlt ein bisschen der Metal und deshalb freue ich mich umso mehr, meine Metalhead-Kollegen alle hier wieder zu sehen. Das ist schön, das wäre cool. Noch bestimmt kommen jetzt 1000 Kommentare. Ja, alles und so. Ja. Ja. Ja, saufen auch. In diesem Sinne. Prost. Prost. Ne?
was Abschließendes zu sagen. Hast du schon eben immer mal sagen wollen? Wer bin ich? Und ja, wenn ja, wie viele?